Ja, hallo ihr Lieben, hier ist Christian Schmeier, Vater, Freund, Beziehungscoach und so weiter. Genau, heute haben wir mal eine etwas frustrierte Mail von jemandem, der wahrscheinlich auch entdeckt hat, dass mit seinem Liebeschip da irgendwas nicht so richtig passt. Ja, schauen wir mal. Hallo, ich bin Ende 40 und habe, nachdem ich ein Einführungsvideo gesehen habe, gemerkt, dass ich seit Jahrzehnten immer wieder auf toxische Partner treffe. Nach anfänglichem Honeymoon folgt immer eine gewisse Missstimmung bei mir. Nichts von dem, was anfangs anziehend war, ist noch vorhanden. Beide schleppen sich durch die Beziehung und ich hänge fest und klammere mich an den Partner. Ja, dieses Klammern, gut, das kann man natürlich mal sagen, ist immer ja, zu hohe Bedürftigkeit, zu hohe, also klar, ist immer leicht gesagt, natürlich hängt man dann irgendwo am Partner, aber dieses nicht gehen können ist immer eine Sache, dass man, ja, irgendwo irgendeine Art liebessüchtig ist, dazu sehr darauf fokussiert ist, zu wenig die eigenen Standards schätzt, zu wenig Selbstliebe. Und das kann man auf jeden Fall sagen. Ich weiß, ja, das ist immer nicht einfach, aber am Ende des Tages, wenn einem irgendwas nicht gut tut, warum bleibt man da drin, ne? Aber das ist bei anderen Sachen auch, warum raucht man, warum trinkt man Alkohol? Es ist alles menschlich und trotzdem, ja, muss man auch gucken, warum mache ich das? Und warum und wieso ist natürlich immer eine Frage auch nach einem Liebeschip, ne? Natürlich kann man da auch mal eine Therapie machen oder so, einfach. Aber auf jeden Fall muss man sich irgendwo auf den Weg machen, zu überlegen, warum ist das so? Warum habe ich diese Anziehungspunkte? Woher habe ich die? Und weil alles, jeden Partner, den wir treffen, der spiegelt irgendwas in uns. Ne? So, ne? Und man kann natürlich immer überlegen, gibt es auch ein bindungsängstliches Ding? Man kann, das hängt ja eigentlich ganz eng zusammen, das sieht man auch häufig gar nicht erst so richtig, weil. Warum gehen Menschen in Beziehungen, weiß ich nicht, oder laufen sie hinter Menschen hinterher, die so total bindungsängstlich sind? Ja, weil man selber vielleicht auch Angst hat vor einer echten Nähe und oder vielleicht auch Angst hat vor genau dem hier, ne, dass es dann langweilig wird und das, oder man ist ein bisschen thrill addicted, also das könnte ja auch sein, bist du ein bisschen thrill, brauchst du den thrill immer? Ja, der erste Schritt ist eigentlich immer zu akzeptieren, wie es ist. Weil du musst natürlich auch nicht lange in einer Beziehung bleiben, ne? Also wenn du sagst, ey, ich will mich immer nur verlieben oder ich will weiter gucken, was ich die richtige finde, kannst du ja machen so, ne? Nur, ja, klar, irgendwann denkt man sich natürlich, ja, so kann es ja nicht weitergehen, so. Aber es ist erstmal, der erste Schritt ist immer annehmen, was ist, ne? Also ich hänge am Karten fest und dem Gedanken, das kann natürlich das Ende sein. Zurzeit bin ich am selben Punkt, soll ich gehen oder dran festhalten? Also an irgendwas festhalten, was nicht funktioniert, hat natürlich wenig Sinn, aber du hast jetzt relativ wenig geschrieben, also insofern ist ja auch schwer zu sagen, was ist genau der Mechanismus, der es dann schlecht werden lässt. Also was hat da deine Partnerin damit zu tun, was hast du damit zu tun? Ja, das ist natürlich nicht völlig klar, sag ich mal so. Ich bin total frustriert und weiß nicht, wieso es immer wieder zu solchen Fehlgriffen bei der Partnerwahl kommt. Ja gut, das ist der Liebeschip, ne? Ich meine, das ist der Liebeschip. Was soll man dazu sagen? Also, das kommt zu den Fehlgriffen, weil man die entsprechenden Anziehungspunkte hat. Ich könnte jetzt sagen, die falschen Anziehungspunkte, aber das ist natürlich schon wieder eine Bewertung. Also nicht die Anziehungspunkte, die du gerne hättest. So, ne? Also, aber du hast jetzt auch relativ wenig geschrieben, was wie deine Partnerin genauer sind, was auch wieder ein bisschen schwer macht. Dann kommt noch was. Ich denke, es liegt an meinem mangelnden Selbstwertgefühl. Ja gut, damit kann man natürlich arbeiten, ne? Auf jeden Fall. Und ja, Selbstwertgefühl bearbeiten, wie macht man das? Indem man Sachen macht, die so ein Label haben, dass sie einen hohen Selbstwert haben. Also Selbstwertgefühl an sich muss man eigentlich gar nicht angehen, sondern man kann direkt an Verhalten ansetzen und kann sagen, ich übe Verhaltensweisen, die selbstbewusst sind, ne? Oder selbstwert sind, ne? Zum Beispiel nicht zu lange in einer Beziehung zu bleiben, zum Beispiel jemanden anzusprechen, der mir gefällt, zum Beispiel Nein zu sagen, wenn ich Nein sagen will, zum Beispiel jemanden zu bitten. Ist natürlich ein Riesenfeld, ne? Ist ja auch in meinen Kursen viel drin. Aber genau.
das Gefühl, dass es nicht sein kann, dass mich jemand so wie ich bin liebt. Ja gut, das ist ja schon mal, das ist ja schon mal eine wichtige Perle. Und ja, da könnte es sein, muss ich jetzt natürlich ein bisschen raten, irgendwie, dass du es vielleicht auch selber ein bisschen sabotierst, wenn dich jemand liebt, weil dein Glaubenssatz eben nicht dazu passt, ne? Aber es hört sich jetzt so crazy an, warum sollte man denn sowas ablehnen, ne? Aber ehrlich gesagt, das passiert jeden Tag. Das Problem haben so viele Leute, dass sie alles einreißen, dass sie irgendwas aufbauen, weiß ich nicht, jemand. Dann vielleicht auch jemand haben, der sie wirklich liebt, und dann alles einreißen, weil es einfach nicht sein kann. Also das ist tatsächlich jetzt mal wirklich ein wichtiger Punkt, denke ich. Das wäre die Frage, reißt du deine Beziehung gleich wieder ein, weil dein Glaubenssatz, ne, dann geht es wieder darum, diesen Glaubenssatz, weil jeder von uns, jeder Mensch kann geliebt werden. Natürlich, wir bestehen quasi aus Liebe, und ja, das ist natürlich so ein Prozess, so ein Weg, auf den sich jeder selber machen kann. Also auf den Weg kannst auch nur du dich machen, ne? Den kann dir keiner abnehmen, irgendwie dran zu arbeiten. Nach einer anfänglichen souveränen Phase, in der es super gut läuft, fangen die Zweifel an und ich beginne meine Partnerin zu kontrollieren. Ja, auch da, weiß nicht, ob du so negative Erfahrungen gemacht hast, dass du mal so hintergangen worden bist oder so, aber ja, also da kreierst du unter Umständen immer wieder eine negative Realität, indem du annimmst, dass deine neuen Partner nicht loyal sind, obwohl sie es vielleicht sind, ne? Also dieses Kontrollieren bringt gar nichts. Also entweder du kannst jemand vertrauen oder du lässt es. Und wenn du grundsätzlich niemand vertrauen kannst, ja, dann müsste man da wohl mal ein bisschen tiefer reingucken, so, ne? Warum nicht? Also welche Verletzungen liegen da zugrunde? Weil eine Partnerin kontrollieren, also Kontrolle bringt auch nichts. Ja. Also es sei denn, man hat jetzt, weiß ich nicht, müssen wir jetzt nicht alle Eventualitäten angucken, aber grundsätzlich bringt es nichts, weil Kontrolle kann einem nie letztlich eine Sicherheit geben, weil ja immer noch sein könnte, dass das, was ist, man noch nicht kontrolliert hat. Ne? Insofern musst du vielleicht mal Vertrauen wagen. Ne? Ich beginne Fragen zu stellen und jeden Schritt zu hinterfragen. Ich werde unsicher, schlecht gelaunt und zu guter Letzt findet keine Sexualität mehr statt. So der Ablauf. Ohne Sex sichere ich mir den Sex außerhalb der Beziehung mit dem Ergebnis der Trennung. Ja, auch da muss, also finde ich gut, dass du das so klar schreibst. Weiß nicht, ob du vielleicht auch so ein bisschen mehr so auf dem Minuspol bist vielleicht, und dann, das könnte auch sein, dass du Bindungsangst kriegst und wie gesagt, es dann sabotierst, zerstörst vielleicht sogar die Beziehung. Da würde ich dir auf jeden Fall den Rat geben, halt deine Spielfläche sauber. Also wenn du meinst, du kannst bei dieser Frau nicht bleiben, wobei Pluspol auch Sachen sichern, so ist es jetzt nicht, ne? Wenn du meinst, du kannst bei dieser Frau nicht bleiben, dann lass es, aber gehen, also ich weiß jetzt nicht, ob du vor, also wie das jetzt genau abläuft, ob du das kommunizierst, aber also mach nichts heimlich, geh nicht fremd irgendwie, weil das Karma ist a bitch irgendwie so, ne? Halt deine Spielfläche sauber, das ist ein ganz wichtiger Tipp für dich, glaube ich. Und ja, mach dich auf den Weg. Also wie gesagt, ich kann das jetzt von so ein paar Worten natürlich auch nicht reingucken, so. Aber ja, grundsätzlich ist es das, ne? Und weil ich vermute, dass es da Sachen sich so hochspülen in dir, die dann aber nicht so richtig bewusst sind, so dass du nicht genau weißt, warum mache ich das eigentlich, was ich mache. Aber dass es so nicht weitergehen kann, ja, das sehe ich auch so, weil das ist natürlich sehr anstrengend. Ja, also ich würde mal aufhören zu kontrollieren und ich würde mal gucken, will ich überhaupt in einer festen, committeden Beziehung sein oder macht mir das so viel Angst irgendwie? Weil du musst es ja nicht, ne? Du musst es nicht, ne? Und was kannst du tun, dass du deine Partnerin nicht mehr kontrollieren musst und dass du, wie sieht das Beziehungsleben aus, was für dich jetzt gerade das Richtige ist, so, ne? Weil das scheint es ja nicht zu sein, ne? Was du da jetzt gerade führst, so, ne? Ja. Und dann könnt ihr natürlich auch gucken, was für Partnerin wählst du aus? Da schreibst du es nicht zu, wählst du vielleicht auch welche aus, die vielleicht nicht loyal sind, dann könnte man da wieder gucken. Und so weiter und so weiter. Ja, viel mehr kann ich da jetzt so gar nicht zu sagen. Hoffe, es hilft dir weiter. Und genau, wir werden es bald wiedersehen.